richtig gefördert. In dieser Folge Wärmepumpen. Eine Wärmepumpe hat eine gute Umweltbilanz und macht dich unabhängiger von schwankenden Energiepreisen. Allerdings hat so eine Anlage ihren Preis. Wir zeigen dir, welche Förderungen möglich sind, um die Anschaffungskosten zu reduzieren. Bevor es um die Förderung geht, ein kurzer Abstecher zu den verschiedenen Arten von Wärmepumpen. Grundsätzlich unterscheiden sich die Anlagen nicht in der Funktion ihrer Technik, sondern durch die Nutzung der verschiedenen natürlichen Wärmequellen. Sole-Wasserwärmepumpen bedienen sich an der Erdwärme, die über eine durch Strom betriebene Pumpe in die Anlage gesogen wird. Damit wird Kältemittel verdampft und verdichtet. Dadurch entsteht Energie, die als Wärme in das Heiz- und Warmwassersystem abgegeben wird. Wasser-Wasserwärmepumpen arbeiten nach dem gleichen Prinzip, nutzen für den Prozess aber die Wärme des Grundwassers. Bei Luftwasserwärmepumpen kommt ein Ventilator statt einer Pumpe zum Einsatz. Darüber wird die Wärme der direkten Umgebung in die Anlage befördert. Eine weitere Alternative ist die Luft-Luft-Wärmepumpe. Bei dieser Variante wird die gewonnene Wärme nicht über einen Heizwasserkreislauf, sondern direkt über die Luft übertragen. Entsprechend wird bei dieser Form der Wärmepumpe auch von einem Lüftungswärmesystem gesprochen. Alle Anlagen sind saisonal stabil, weil die nutzbare Wärme für das Prinzip immer ausreichend ist. Die Sole-Wasser- und die Wasser-Wasser-Wärmepumpe haben eine höhere Jahresarbeitszahl und arbeiten entsprechend noch effizienter. Wärme aus der Erde und dem Grundwasser zu ziehen, gestaltet sich technisch aufwendiger, als wenn wie bei einer Luftwasserwärmepumpe die direkte Umgebungswärme aus der Luft genutzt wird. Entsprechend variieren die Anschaffungskosten für Wärmepumpen je nach Hersteller und Modell stark voneinander. Sie liegen zwischen 12.000 und 33.000 Euro. Hinzu kommen die Kosten für die Installation und mögliche Erd- und Bohrarbeiten, wodurch sich auch diese Kosten der verschiedenen Modelle noch einmal voneinander unterscheiden. Du hast Fragen zur Effizienz der Anlagen? Kein Problem! In der Infobox haben wir einen NBW-Artikel für dich verlinkt, in dem du diese und weitere Informationen zum Thema Wärmepumpen findest, um mehr über die Geräte zu erfahren. Unsere Empfehlung? Lass dich von einem Fachbetrieb für Wärmepumpen beraten, welche Anlage für dein Eigenheim, deine Bedürfnisse und dein Budget sinnvoll ist. BEG-Reform. Reduzierte Fördersätze für eine breitere Förderung. Wenn du weißt, welche Wärmepumpe für dich in Frage kommt, kannst du staatliche Förderungen beantragen, um die Anschaffungskosten zu reduzieren. Dabei ist zu beachten, dass die Bundesförderung für energieeffiziente Gebäude, kurz BEG, die auch die Förderung von Wärmepumpen regelt, zum August 2022 reformiert wurde. Im Vordergrund steht jetzt die energetische Sanierung. Rund 14 Milliarden Euro werden für die BEG jährlich bereitgestellt. Statt der bis dato geltenden 50-50-Verteilung auf Neu- und Bestandsbauten fließen jetzt 90% der Förderung in die Sanierung bestehender Gebäude. Nur noch 10% sind für Neubauten vorgesehen. Die Förderung von Neu- und Bestandsbauten sollen zukünftig komplett getrennt werden. Das Förderprogramm Klimafreundlicher Neubau wurde bereits vorgestellt. Förderung für Wärmepumpen. Diese Möglichkeiten hast du. Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten, den Einbau deiner Wärmepumpe fördern zu lassen. Über einen Antrag beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA. Über einen Antrag bei der KfW-Bank oder in Form einer Steuererleichterung bei deiner Steuererklärung. Die BAFA-Förderung im Überblick. Eine Förderung beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle kommt in Frage, wenn es sich bei der Anschaffung einer Wärmepumpe um eine Einzelmaßnahme handelt. Durch die BEG-Reform wurde die maximale Fördersumme von bisher 30.000 Euro auf 24.000 Euro reduziert. Die tatsächliche Höhe der Förderung ist abhängig von der bisher verwendeten Heizung und der angestrebten Wärmepumpe. Grundsätzlich gibt es eine Förderung in Höhe von 25%. Werden bestimmte Voraussetzungen erfüllt, sind sogar bis zu 40% möglich. So gibt es zusätzlich 10% Förderung, wenn der sogenannte Heizungstauschbonus zur Anwendung kommt. Der Bonus greift, wenn alte Heizsysteme gegen Wärmepumpen ausgetauscht werden.
Allerdings ist das streng geregelt. Möchtest du eine Gasheizung austauschen, muss diese noch funktionieren und mindestens 20 Jahre alt sein. Auch bei einer Öl-, Kohle- oder Nachtspeicherheizung ist die Funktionalität Voraussetzung. Dafür ist in diesem Fall das Alter aber irrelevant. Darüber hinaus gibt es den sogenannten Wärmepumpenbonus. Dieser greift bei Wasser-Wasser- und Solewasser-Wärmepumpen. Bei den günstigeren Luftwasser-Wärmepumpen gibt es den Bonus dagegen nicht. Mit der BEG-Reform kam es übrigens auch zu einem Förderstopp für Wärmepumpen, die direkt oder in Kombination mit einer Gasheizung funktionieren. Um eine Förderung in Anspruch nehmen zu können, müssen klare Voraussetzungen erfüllt werden. Die Wärmepumpe muss förderfähig sein. Die offizielle BAFA-Liste haben wir dir in der Infobox verlinkt. Eine weitere Voraussetzung ist die Leistung der Wärmepumpe. Diese sollte in Kilowatt mindestens 25% der Heizlast deines Gebäudes tragen. Zudem muss die jahreszeitbedingte Raumheizungsenergieeffizienz stimmen, kurz ETAs. Diese gibt an, wie viel Primärenergie die Anlage für eine Kilowattstunde Wärme benötigt. Hier ein Überblick der Grenzwerte in Prozent für die Temperaturstufen 35 und 55 Grad. Wichtig: Der Förderantrag muss beim BAFA zwingend vor dem Kauf einer Wärmepumpe und der Beauftragung eines Handwerksbetriebs erfolgen. Einen Link zur Online-Seite der BAFA und ein Merkblatt zur Antragstellung findest du in der Infobox. Hier eine Checkliste, welche Informationen du für den Förderantrag benötigst. Nach der Bewilligung kannst du die Wärmepumpe kaufen und installieren lassen. Nach dem Einbau gehen die Rechnungen der Handwerksbetriebe und der Nachweis über den hydraulischen Ausgleich an die BAFA. Die Auszahlung der Förderung erhältst du etwa 3 bis 6 Wochen nach Einreichung aller Nachweise. Weiter geht's mit dem Fördermodell der KfW-Bank. Dank BEG-Reform wurde die KfW komplett auf zinsgünstige Kredite und Tilgungszuschüsse umgestellt, zudem auf 5% gesenkt. Die erste Voraussetzung für eine Förderung durch die KfW ist die Beauftragung eines Energieberaters. Über die KfW werden mittlerweile fast ausschließlich Komplettsanierungen gefördert. Die Förderung einer Wärmepumpe ist nur noch als Teil eines gesamten Maßnahmepakets möglich. Eine BAFA-Förderung ist übrigens mit einem KfW-Kredit kombinierbar, als Ergänzungskredit zum Kauf oder Einbau einer Wärmepumpe in einer Bestandsimmobilie. Eine weitere Möglichkeit der Förderung besteht seit 2020 über die Steuererklärung. Die Voraussetzungen? Hier auf einen Blick. Dein Haus ist mindestens 10 Jahre alt und du bewohnst es selbst. Die Förderung der Wärmepumpe liegt bei maximal 20% und ist auf 40.000 Euro begrenzt. Für die Bescheinigung sind die Rechnungen und eine Fachunternehmensbescheinigung völlig ausreichend. Zusammengefasst: Energieeffizienz ist gut für unsere Umwelt. Deshalb lass dich gut beraten, welche Wärmepumpe für dein Zuhause sinnvoll ist. Und bedenke, dass der Staat dir vielleicht bis zu 40% der Kosten erstattet. In diesem Sinne, toll, dass du wieder reingeklickt hast. Im NBW-Magazin findest du zahlreiche Artikel zu Wärmepumpen und Informationen zu speziellen Wärmepumpentarifen. Die entsprechenden Links findest du in der Infobox. Lass gerne ein Abo da und klingle das Glöckchen, damit du keine Folge mehr verpasst.